So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es meine Team of the Season Serie A Elite Reward. Bevor wir da reingehen, wollte ich mal ganz kurz sagen, vorhin heute Abend bin ich um 17.45 Uhr, circa 17.30 Uhr live auf Twitch. Würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ich werde euch mal in den Kommentaren einen Kommentar anpinnen, wo ihr gerne dann auf Twitch schon mal folgen könnt und die Glocke da aktivieren könnt, dass ihr dann später am Start seid, wenn ihr natürlich Bock habt. Ich will auch gar nicht so lange drum herum reden. Gestern Abend kam nur um 19 Uhr eine garantierte Serie A SBC. Ich habe die am Handy ganz kurz geöffnet. Die zeige ich euch einmal jetzt. Die habe ich ganz kurz am Handy geöffnet, habe ich mit der Kamera einfach mein Gesicht gefilmt, sollte da was rauskommen. Und danach springen wir direkt in das Serie A Tots Pack Opening rein. So rum. Lasst gerne ein Like da, Freunde. Eskaliert sehr, sehr gerne mal. Ich gebe euch mal nichts mit, aber würde mich freuen, wenn ihr gerne ein Like da lässt. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins dicke Pack Opening. Und ja, let's go. Okay, wir kommen zu meinen Elite Rewards, Freunde. Ich habe die Brille direkt angezogen. Sie muss heute regeln. Ihr wisst ja, wir haben bis jetzt jede Woche Elite Gold. Bis, glaube ich, eine Woche. Ich weiß nicht, ob es Community Tots oder Premier League Tots war. Und wir haben aus dem Tradable Pack nie mehr als, ich glaube, nie mehr als 400k geholt. Und wir haben alle drei Tots-Packs bis jetzt mitgenommen. Außer, wie gesagt, eine Woche haben wir Elite nicht geschafft. Aber sonst haben wir alle Wochen Elite geschafft. Und haben es nur einmal geschafft. Mindestens, glaube ich, 400.000. Nee, gar kein Mal haben wir es, glaube ich, geschafft, 400.000 rauszuholen. Ich glaube, das Maximum war 380.000 zum La Liga Team of the Season. Also, ich erwarte heute schon was. Wir werden das 3er Tots-Pack heute nicht auf der PlayStation öffnen. Ich werde es an der Web-App öffnen. So haben es mir viele Abonnenten empfohlen. Und dann werden wir schauen, ja, hier auf der PlayStation, was wir gezogen haben, was wir ziehen werden. Aber erstmal hier diese vier Division Rivals Packs. Die nehme ich einfach untradable mit, dass ich dann nochmal ein bisschen mehr Upgrade Packs machen kann. Später bin ich ja noch live auf Twitch gegen Walker Tots gegen 17.45 Uhr. Ronny, jetzt schon bin ich zufrieden, EA. Ich bin ehrlich, ich bin Erdkunde extrem gut. Aber das ist eine Flagge so. Ne, noch nie gesehen. Also wirklich noch nie gesehen. Das soll kein Disrespect sein. Aber ich warte, was ist das für ein Land? Das ist, wo sieht man das nochmal? Hier. Sambia. Okay, Sambia. Auch wieder was dazugelernt im Video. Seht ihr auch, Freunde, bei mir lernt ihr auch was in den Videos. Okay, seltene Megapacks. Ich muss hier rüberschauen, dass wir keinen Delay haben. Komm. Ihr müsst mir kein Walkout geben, EA, solange Playerpicks gleich und ja, das 3er Tots Pack regeln. Können wir kurz wegskippen. Ich glaube, das ist sogar ein Inform, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ja, okay, ist untradable. 76er Inform. Ach, scheiß drauf, Digga. Letztes Division Rivals Pack. EA. Gönnt, komm schon. Seltene Megapack. Wir schauen, ob es ein Walkout wird. Komm, wir machen das spannend. Und wir schauen jetzt hin. Es ist Tots. Es ist Tots. Komm schon. Portugal. Wer ist das? Berquiz? Das ist gut. 89er, klar, der kommt in die nächste SBC. Aber das ist hier Division Rivals. Wir haben noch gar nicht angefangen, haben schon zwei Tots gezogen. Chat, guten Morgen. Ja, wahrscheinlich guten Morgen, Digga. Wir haben es 14 Uhr gleich. 30k nur wert. Ah, okay, aber kommt sowieso eine SBC, 89er Rating. Die Frage ist nur, um was für eine SBC, weil ich gefühlt alle SBCs, die man irgendwie abschließen kann, abgeschlossen habe. Warte, bevor ich ihn hier jetzt verschwenden muss, machen wir mal einen Player-Pick. Okay, dann brauchen wir den nicht abzustoßen, haben wir nochmal einen Player-Pick gemacht. Und ziehen jetzt hier raus ganz kurz Ronaldo auf den ersten. Aber okay, Luis Alberto 85er mitnehmen. Ey, Jungs, gerade läuft Packlack, ich sag's euch ehrlich. Wir gehen rein in die Player-Picks. Mertens oder Insigne ist noch nicht vorbeigekommen. Wer mich vielleicht neu schauen sollte, warum auch immer. Ich bin Napoli-Fan. Ich will Mertens oder Insigne haben. Zu wieder gut machen, EA. Wir fangen immer mit der goldenen Mitte an und es läuft nie gut. Wir fangen mal heute einfach links an. Komm schon, Insigne, Mertens oder Ronaldo. Kessier, Theo Hernandez. Insigne! Geil, Insigne. Jungs, der kostet nur 200k oder so. Aber das ist gerade so eine Erleichterung. Muriel haben wir jetzt schon dreimal gezogen, den brauche ich nicht mitnehmen. Insigne ist da. Geil, sogar als First Owner in Rot. Jetzt fehlt nur noch Mertens und ich brauche ein 3er Tots Pack nicht mehr was. Da interessiert mich wirklich gar nichts mehr. Lozano habe ich ja schon, Insigne und jetzt brauche ich Mertens für den Sturm. Wir machen einen 3 Pack, komm. Wir schauen nicht hin und schauen jetzt hin. Okay, Bakambu. Muriel habe ich leider schon. Max. Warte, machen wir das mal so. Und der nächste ist. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Kessier und Insigne. Chat, ich bin off. Ich muss kurz gucken, wie viel kostet Kessier. Wartet mal kurz. Das kann mein bestes Tots-Pack-Opening werden. Kessier liegt bei ja immer noch 450. Okay, die sind alle krank gedroppt. Der war noch vor zwei Tagen bei 800k im Stream. Aber Kessier, den werde ich sowas von einbauen mit Insigne, Lozano, Mertens, Muriel, Nainggolan. Ich kann mir so ein geiles Tots-Serie-A-Team bauen. Theo Hernandez oder Ronny jetzt oder Mertens. Aber wir öffnen das Pack kurz an der Web-App und dann gehen wir hier rein und schauen, was wir gezogen haben. Okay, ich öffne das am Handy. Wir schauen nicht hin und gehen, ja,
in die Web-App rein, Freunde. Handy wird weggelegt. Nicht in die Web-App rein, wir gehen in die PlayStation wieder rein. Jetzt öffnet sich das Pick automatisch direkt. Das kennen wir ja schon von den anderen Pack-Openings, die wir so geöffnet haben. Ronaldo, Theo Hernandez, Lukaku. Ah, oder komplett Schrott. Oder komplett Schrott. Ich nehme mir einfach den Paul mit. Fürs Rating habe ich aber auch schon im Blau. Quadrado hätte ich auch schon gehabt. Aber ich würde sagen, diese drei Picks lassen sich auf jeden Fall sehen. Also, da gibt es schlechtere Rewards als Player-Picks. Dann gehen wir ganz kurz in mein 100k-Pick rein. Und danach, warte, das ziehen wir eben weg. Das muss ordentlich aussehen. Und danach kommt das Dreier-Tots-Pack, wo ich übel angespannt bin. Weil ich Coins brauche, Chat. Ich habe 1,3 Millionen Upgrade-Scouts zum Serie A-Tots. Deswegen brauche ich eigentlich Coins. Ich dachte Tots vielleicht hier schon, aber Man of the Much, keine Ahnung, Pavlenka oder sowas in der Art. Oh Mann, schade. Ist da irgendwas hinter? Okay, das ist ein gutes Pack. Wir haben hier, ja, 15k können wir abstoßen. Hier haben wir, weiß ich nicht, 12k, Piqué haben wir 20k, Kulaschi haben wir 10k, Pizzi haben wir 7k, Goretzka haben wir... Ja, 8k. Dann haben wir Cancelo, bestimmt mit 7k. Ja, Alter Jungs, wir haben hier über 50.000 Coins rausgeholt aus einem 100k-Pack. Also, es lässt sich auch auf jeden Fall sehen. Also, EA, Dankeschön. Geiles Pack-Opening. Wenn jetzt das 3er-Tots-Pack, Serie A-Tots-Pack mindestens, ich will auch nicht übertreiben, weil ich habe gerade gesehen, die Serie A-Tots-Karten sind extrem günstig. Sprich, die kosten alle gefühlt gar nichts mehr. Und entschuldigt auch meine Haare, Chat. Ich bin gerade aufgestanden. Also wirklich vor 10 Minuten aufgestanden. Wir gehen ganz kurz hier rein und wir sehen. Insigne, Lautaro, 200k, 300k, Kessié, 400k, Theo Hernandez wäre noch so ganz gut, würde ich mal sagen, wo auch das Rating stimmt, den könnte man so drin haben. Mertens wäre natürlich big, Lukaku, Ronny, unvorstellbar. Ansonsten haben wir wirklich Karten, die alle nichts wert sind. Selbst Muriel ist gerade mal nicht mal 150k wert. Deswegen, ich glaube, wenn wir aus diesem 3er-Tots-Pack 250k rausholen, ist das wirklich schon in Ordnung. Aber wie gesagt, das öffnen wir dann, wie ihr gesagt habt, ich höre auf euch. An der Web-App und dann gucken wir hier mit einem L3-Pack, was wir drin haben werden. Handy wird weggelegt, wir gehen in Ultimate Team rein. Ich darf jetzt nur kein L3-Pack failen, sonst wäre das nicht so nice. Ich habe zum Beispiel schon den Paul als Duplikat. Wenn ich jetzt L3 drücke und der erste ist, der kommt, den Paul, dann ist es ein Duplikat. Ich drücke drauf, wir gucken nicht hin. Jetzt gehe ich ein nach rechts, zwei nach rechts und drücke L3. Okay, der erste, der jetzt kommt, ist der schlechteste und bam, Quadrado. Ne, den habe ich schon im Blau. Den habe ich schon, das ist ein Duplikat. Aber Quadrado ist dabei, Freunde, und das bedeutet, 160k sind safe. 160k sind safe. Jetzt kommt wahrscheinlich kein Duplikat, oder? Ja, das ist kein Duplikat. Das sind, wie viel? 100, ja, das sind 30k, wir sind bei 190k. Und jetzt kommt, sage ich mal, der Beste in dem Pack. Aber das könnte halt selbst ein 89er, 90er Romero sein. Wir machen mal dieses coole R3-Pack, was ich von Paul habe. Da gehen Grüße an Paul nochmal raus. Okay, wir drücken L2. Das ist jetzt der, sag ich mal, beste Spieler an dem Pack. Und dann schauen wir uns hier die Stats an. Sei jetzt kein Donnarumma oder so, dann ist es direkt aufgelöst. Okay. 91 Stärke. 90 Physis. 90 Physis. Das könnte gefühlt Ronny sein, ne? Aber ich glaube nicht, dass Ronny... Nein, das könnte auch Romero oder sein. Freunde, machen wir uns nichts vor. 90 Physis. 90 Defending. Okay, das ist was Defensives. 93 Dribbling. De Paul, ne? 91 passen, das ist De Paul. Das ist mein bestes Pack-Opening. Oh mein Gott. Chat, ich kann nicht mehr. 600k, wir haben fast eine Mio rausgeholt. Ich bin so da. Let's go. Wir haben 630k mit Theo Hernandez, 160k mit Quadrado, 800k rausgeholt. Mit einem, Alter, meine Haare. Mit einem 3er-Tots-Pack. Web-Web, Jungs, wer mir das in die Kommentare geschrieben hat, öffne das Pack an der Web-Web. Ich liebe euch, die mir das auf Instagram natürlich geschrieben haben. Alter, Theo Hernandez. Das Ding ist, ich sehe gerade, Chat, Ronaldo hat auch 90 Physis. Also nur Theo Hernandez hätte es sein können bei 90 Physis oder Ronaldo. Stellt euch mal vor, ich hätte bei Football nachgeschaut und ich hätte euch gesagt, Jungs, es ist entweder Ronaldo oder Theo Hernandez. Das wäre spannend geworden. Ne, ich sehe, De Frey hätte auch 90 Physis, okay. Da wäre die Hoffnung dann verloren gegangen. Aber, oh mein Gott, ich bin... Jungs, hat sich gelohnt. Comeback des Jahrhunderts. Ich stand 14-6, 23-6. So glücklich gerade. Das ist so eine easy Upgrade-Finanzierung für das League Autots. Dann haben wir wieder unsere 2 Mio auf der Uhr und können zum League Autots wieder 100 Packs ballern auf meinen Account. Die kommen dann am Montag in dem Stream. Wie gesagt, bestes Tots-Pack-Opening bis jetzt auf
meinem Kanal in diesem FIFA, ja so rum, nicht übertreiben, das Gesamtpack-Opening war ja damals im Best of Tots FIFA 20 oder FIFA 19, wo wir zweimal Mbappé in ein Video gezogen haben. Aber das ist dann in 2 Wochen dran, Freunde, wenn das Best of Team of the Season kommt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Danke wirklich für euren Support, Jungs. Schaltet gerne heute Abend auf Twitch ein, 17.45 Uhr circa live. Wir werden nochmal ein paar Upgrade-Packs ballern auf meinem Account und auf euren Account. Top-Partien kommen raus, vielleicht ein Icon-Pack oder andere SBCs. Dann bin ich raus. Wir haben auch später noch mein 84-Plus Garantie-Pack oder sowas, Spielerball-Pack. Werden wir auch noch öffnen. Bis später, haut da rein oder bis morgen und ciao, ciao. Straight, but guess, choking my neck like a neck.